Schwarz, Weiß und Rot. Das sind die dominierenden Farben in der Ausstellung, die sich Monika Müller-Klug mit ihren Skulpturen, mit Pomona Zipser, mit ihren Papierarbeiten teilt. Beide Künstlerinnen kannten sich vorher nicht. Ihre Arbeiten sprechen anscheinend dieselbe Sprache. Bei beiden liegt die Kunst vor allem darin, dass sie scheinbar Gegensätzliches mühelos vereinen. Wuchtig und leicht zugleich sind ihre Formen. Sie erinnern an Industriebrachen, schwere Werkzeuge, an Hammer, Amboss und Sichel und dann wieder an Zweige, Äste, Lebendiges. Also mein Thema ist die fiktive, die gedachte Bewegung. Mit meinen Holzarbeiten spüre ich den im Material liegenden Kräften nach. Ich schaffe Skulpturen, die sich in Bewegung befinden oder besser noch in einer Art Lauerstellung verharren, aus der sie potenziell zu jedem Zeitpunkt plötzlich und unerwartet in eine andere Position übergehen können. Monika Müller-Klug hat ein Faible für Zahnräder, kleine, perfekte Mechanik, die sie in kaum bearbeitete Holzblöcke einbaut. Natur und Technik werden bei ihr eins. Sie arbeitet immer mit fiktiver Bewegung. Und Bewegung treibt eben beide an, Mensch und Maschine. Sie ist, so könnte man hinzufügen, das Geheimnis von allem, schreibt Ariane Lemme in den Potsdamer Neuesten Nachrichten. Vor einigen Jahren habe ich in der Hamburger Kunsthalle mit Begeisterung eine Ausstellung mit Scherenschnitten von Philipp Otto Runge gesehen. Ich sehne mich manchmal danach, ein Gebiet zu betreten, das mich extrem fordert und Dinge von mir verlangt, von denen ich noch nicht weiß, wie sie zu bewältigen sind. Das war ein Grund, Scherenschnitte zu machen. Mir wurde bewusst, dass es sich um eine Technik handelt, die eine extreme Variante zweidimensionaler Gestaltung ist. Große Vorbilder für meine Scherenschnitte sind die asiatischen Schattenspielfiguren. Mit ihren Skulpturen wurde Pomona Zipser wiederholt in der Galerie gezeigt. Diesmal ist sie nur mit Papierarbeiten vertreten. Anders als bei den Scherenschnitten erinnern Pomona Zipsers Collagen auf Papier an ihre Arbeiten, die sie als Bildhauerin produziert, auch wenn es sicher keine Entwürfe für ihre Skulpturen sind. Einzelne Titel lassen vermuten, dass die Künstlerin mit den Arbeiten persönliche Erlebnisse verarbeitet hat. Dies trifft insbesondere auf die Kunstwerke zu, bei denen sie nur Tusche verwendet. Offenbar mit elegantem Schwung aus dem Handgelenk aufs Papier gezaubert, vermitteln sie gleichermaßen sowohl etwas Ernsthaftes und Nachdrückliches, aber auch etwas Humorvolles. Ja.